Ein herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Quest. Und jo, ich habe versucht, ein Pokémon Typ Elektro zu trainieren. Elektroball. Da wird wahrscheinlich auch nichts, aber das erstmal, bevor wir sehen, ihr seht schon, ja, ich mache ja schon. So, ich hole erstmal die Poké-Dollar ab. So, die 50. Und dann haben wir jetzt 465 Poké-Dollar. Damit gehen wir doch was direkt kaufen. Und zwar kaufen wir uns das Pikachu Surfbrett. Chance mit mehreren Gerichten mehrere Pokémon als locken. Natürlich kaufen wir das. Und hoffen wir mal, dass es noch was bringt. Da müssen wir erstmal einen geeigneten Platz für finden. Und ich habe mir heute sogar ein Thema ausgedacht. Über Pokémon allgemein, über Pokémon Quest und so. Pokémon Quest ist jetzt zur Zeit, ist das so veröffentlicht, wenn dieses Video kommt, ist das schon bestimmt so eine Woche her, knapp. Pokémon Quest ist auf Smartphone-Gerät und auf Bier und so rausgekommen. Ganz genau kann ich nicht sagen, auf welche iOS. Ich glaube, das ist auf iOS rausgekommen. Und ja, holt euch das. Lade dieses Spiel runter. Von mir ist es eine klare Empfehlung. Ich meine, das ist, denk mal, für unterwegs ist das fürs Handy, denk mal, besser geeignet als hier die Nintendo Switch Version. Denn denke, die Nintendo Switch Version war einfach nur dafür da, um mal eben noch schnell ein paar Euro abzugreifen, bevor es Free-to-Play aufs Handy kommt. Und ja, so. Und mobil unterwegs spielen. Nicht jeder nimmt seine Switch mit. Da ist das klar, dass es sich so gut anbietet. Wir müssen Nidoran weiblich bekommen. Gut. Ich frage mich ja, ob wir jetzt in diesem Part überhaupt was schaffen, denn es sieht schon sehr schwer nach außen. Letzter Part war es auch schon sehr schwer. Ich wollte irgendwas zeigen. Ich glaube, genau. Uns hat sich ein Shiny Pokémon angeschlossen. So, das sieht natürlich nicht nach Shiny aus. Das ist eher, warte mal, weil Nidoran männlich sah auf Erstblick auch nicht nach einem Shiny Pokémon aus, denn er sieht aus wie die Farben von Nidoran weiblich. Aber irgendwie, ich glaube, das war ein Fleckmon. Ja, Fleckmon hier und Shiny Version. Das ist mir, ohne den Stern, wäre mir das nie im Leben aufgefallen. Dass das ein Shiny ist. Oder was sagt ihr? Wie findet ihr allgemein die Shiny-Farben? Mich interessiert, ich meine, Kingler ist grün geworden. Gut. So, wir haben doppelte Pokémon. Das heißt, ich muss doppelte Pokémon loswerden. Und zwar beim Attackentraining. Ja. Wir müssen uns verabschieden. Von diesem Zubat hier. Denn das wird jetzt verbraucht. Tschüss, Zubat. Oder reicht das? Entwickelt sie jetzt die nächste Entwicklung? Ist das nicht toll? Wir kriegen ein Golbat. Mal gucken, wie das aussieht. So riesen Maul, ne? Haben wir schon mal ein Golbat gesehen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, wir hatten schon mal ein Golbat gesehen, aber ich habe gedacht, das wäre ein bisschen länger, das Maul. Irgendwie fehlt die Zunge. Glückwunsch, Zubat wurde so ein Golbat. Cool. Was hat er nochmal für einen Tag? Was hat er nochmal für Attacken? Kann ich das gucken? Kann ich nicht gucken. Gut, dann gehen wir raus. Haben wir noch mehr doppelte Pokémon? Ich denke mal, wir haben Fleckmon, ne? Oder? War das ein Fleckmon? Wir haben hier ein Fleckmon. Das ist das Shiny. Haben wir noch ein Fleckmon? Nö, aber ich hab gedacht, wir hatten noch ein Fleckmon. Was wir aber haben, ist noch ein Magnetilo und ein Raupi, ne? Raupi auch? Nee. Hier haben wir Safcon. Dann können wir das Raupi doch einfach mal schnell mal hier in den Safcon reinballern. So. Ja, egal. Zack. Toll gemacht. Kein Level up. Und das Magnetilo. Ich will ja Magneton haben, ne? So. Welchen Level wird das denn zum Magneton? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber müsste auch so jetzt so ungefähr so bald zu sein, ne? Aber nee, anscheinend auch nicht. Gut, wir gucken noch mal durch. Ja, Ich habe noch ein Sepa, was ich nicht brauche. Weil ich habe halt schon ein Seemon. Haben wir ein Wasser-Pokémon, was noch wieder, ja, Tentara kann auch ein paar wissen. Ja, komm. Egal. Weg mit dem Viech. Brauchen wir nicht. Wir haben schon die Weiterentwicklung davon. Dementsprechend haben wir auch schon die Vorentwicklung. So. Davon geht schon 5 Minuten. Wir haben noch nichts geschafft. Ich habe euch gesagt,
Es wird dieses Part nichts. Da wird nichts. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Aber gut, habe ich ja auch letztes Mal versprochen, dass es nichts wird. Und was wurde ist, wir haben am Ende doch noch was gewonnen. Gut. Wir haben 11.000, ich sag's euch, Alter. Wir kriegen da 1,4 dazu. Wegen den Bonustyp von Elektro. Wir müssen gut haushalten. Wenn wir gut haushalten, können wir es vielleicht noch gerade mal so schaffen. Ich glaube es noch nicht. Aber wir geben unser Bestes. Solange unser Dings hier nicht explodiert, ist ja alles supi. Nicht wahr? Denn der soll einfach nur tackeln und nicht final einsetzen. Weil im Finale möchte ich ganz gerne beim Boss einsetzen. Waren nicht hier 3 Dotris? Oh, na super. Hab ich gut hingekriegt. Ich glaube, hier waren doch 3 Dotris, ne? Ja, das wird nichts. Aber gut, eigentlich sollten wir, ich finde ja, wir sollten mal Arschrack mal austauschen. Ja, ich weiß, ihr blöd, ich denke, Alter, bist jetzt, wieso Arschrack austauscht? Der hat doch immer gute Dienste geleistet. Ja, hat er in der Tat. Aber so langsam sollte man bei diesem Spiel auch mal immer sein eigenes Team überdenken. Das ist voll, vor allen Dingen ist das hier wichtig in diesem Spiel, sein eigenes Team immer regelmäßig zu ändern. Weil irgendwie, ich weiß es nicht. Will das? Ist das nie so? Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Sollte man hier regelmäßig tun, weil es noch Finale kommt. Tötet's. Hat's nicht getötet. Ich dachte, Finale ist eine. Ist Finale eine normale Attacke? Ich dachte, es wäre eine Elektroattacke. Das hätte ihn doch eigentlich vernichten müssen. Oh Gott, wir werden. Ja, okay. Ich glaube, wir sollten Arschrack tatsächlich mal auf die Bank schicken. Naja, auf jeden Fall Elektroball, der kann da nichts. Was explodieren und das wird so, das geht in die Hose, ich schwör's. Naja, machen wir Finale. Das hat, also, ich sag mal so. Alter, macht das einen Schaden. Das macht keinen Schaden. Nicht, dass ihr jetzt denkt, Alter. Hast du nicht geguckt? Kugelsaat. Aber, das auch wenn wir nicht weiterkommen jetzt, denkt immer dran, das Spiel könnt ihr jetzt auch auf dem Handy spielen. Aufgeben und zurück. Ja, komm. Wir müssen da irgendwas noch im Team tun. Da kannst du Level Up dir auch schenken. Ich muss nochmal, wir müssen. Es tut mir ja jetzt für euch leid, dass das ist vielleicht für euch so, Alter, das ist voll langweilig. Aber wir müssen definitiv was ändern, das kann nämlich nicht so weitergehen. Komm, gib die Scheiße her. Du kommst weg, Alter. Du bist ein Elektro-Pokémon, aber du kannst halt nichts, du bist halt echt schlecht. Arschrack würde ich gerne, das ist mein beiden stärksten Pokémon, eigentlich möchte ich Arschrack ja ganz gerne drin behalten. Ich würde sagen, was kann das Golbat, gucken wir mal. P-Amulette. Golbat. Wir haben es ja heute erst entwickelt. Das kann doch die Windstoß. Ja, na gut. Besser als nichts, ne? Windstoß. Wie fast Wert haben wir, wenn es reingeht? 11.900. Wäre besser. Guck mal. Jetzt schon ein besserer Wert, ne? Windstoß, ja. Da möchte ich gerne mal kurz gucken, was ich da für Slots reinmache. Ich möchte jetzt nämlich gerne größer haben. Attackenausmaß. Oh, und das nochmal rein. Das macht ja den Schaden nicht so weit runter. Aber es dann dauert die Attacke länger. Egal. Wir versuchen es mal. Ich gucke nochmal bei Satsini, aber bei unserem Melon King mal rein, was der noch so hat. Ja. Der hat halt noch die Matschbombe, ne? 173. 168.
Komm, kriegst einfach noch mehr die Dauer negative Effekte für den Gegner. Wenn er dann vergiftet wird, ne? Ja. Manchmal kann ich vergiften. Wir probieren es mal. Mal gucken, was wir, ob es überhaupt was bringt. Mal gucken, ob es bei uns überhaupt was bringt. So, 11.969. Oh Gott, das ist... Oh. Vor allen Dingen, was für ein Schwung ist das? Und von 13.500 gleich auf 2.000 höher. Na, was soll das? Gut, wir versuchen es mal. Wir vergiften die Gold, die Dotris. Mit Glück. Aber erstmal müssen wir uns protzen. Wir brauchen Angriff. Dann machst du mal bitte Windstoß. Und du machst die Matschbombe. Wenn du es hinkriegst. Was passiert hier gerade eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber wir sind die erste Runde, haben wir so weit, so gut heil überstanden. Komm mal, ich lauf nicht mehr so vor, da sind nur Simons. Warte ab, Golbert. Schieß mal darüber. Natürlich hast du nicht die Reichweite. Alter, man kann die Kamera nicht drehen. Wo hast du hingeschossen, Sazinia? Was soll das? Erzähl doch nichts. 13.321. Ja. Kann man nicht meckern, ne? Neue Pokémon gesichtet. Ah, ich sehe schon da, ja. Windstoß und... Den Turmkick will ich nicht einsetzen. Aber Protz damit einmal einsetzen. Golbert hat auch zu viel Schaden genommen, finde ich. Jetzt kommt Ibitak vor. War dann ein Tauboss. Genau, so hieß das Pokémon. Tauboss. Ich war irgendwie gerade voll auf der Spur, neben der Spur. Ja, das ist eine gute Attacke, ne? Das ist eine gute Attacke. Ja. Also langsam dürft ihr es mal töten. Na? Gut. Ich wollte gerade sagen, wir sind nur zwei, aber das... Nee. Lauf doch mal weg, der Kickli. Ja, egal, bist du tot. Oh, das ist... Nee, das... Super. Wir brauchen definitiv ein gutes Elektro-Pokémon. Ich kann auch sonst nicht weitermachen. Ich kann so... Also, sagen wir es so. Ich will jetzt mal ganz ein bisschen ehrlich zu euch sein. Ich kann dieses Projekt nicht täglich bringen, wenn ich ein Elektro-Pokémon brauche. Wisst ihr, was ich meine? Ich muss da so lange fahren, bis ich ein Elektro-Pokémon habe. Ich kann das... Sonst kann ich dieses Projekt halt nicht so fast schon so täglich bringen. Das wird schwierig. Wenn ihr versteht, was ich meine. Psycho. Ich habe ein Hypno. Habe ich. Ich krieg zwar keine dafür, ich krieg definitiv keine 15.000 zusammen. Aber ich habe ein Hypno. Und... Probieren. Geht über Studieren, ne? So. Versuchen wir es einmal. Einmal können wir versuchen. Es war nur ein Level 40 Hypno, aber... Besser so ein Low-Bob als... Wieso? Mir fehlt immer einer, ne? Psystrahl. Na komm, schieß es zweimal ab. Egal. Und die Barriere machst du mal ein bisschen. Nee. Nee, komm. Egal. Wir versuchen es. Das wird nichts. Wir haben ja jetzt schon 11.100 irgendwas. Wir schaffen in diesem Part gar nichts. Ich hab's gecallt, ich hab's gesagt. Ja. Komm mal, wie wenig Schaden wir machen. Ich brauche ein Elektro-Pokémon. Es wird sonst nichts, Mann. Was ist denn hier los? Das Hypno ist nicht gerade sonderlich stark und Kickli hat da halt auch schon auf die Fresse gekriegt. Und wieso schießt du die Dinger los, obwohl ich gar nicht draufgetickt habe, Sazinia?
Wir müssen den Angriff voll aufgeladen haben. Gut. Rotzer. Was hast du vor da? Ja, dafür. Ja, okay, die spielen mit Verwirrung. Okay. Okay. Gut. Wir kommen ja immer ziemlich weit, ne? Das ist ja nicht das Problem. Wir kommen halt immer zum Boss. Aber der Boss steht halt uns im Weg, ne? Warum hast du... Hab ich Zielstrahl gedrückt? Bist du doof? Guck mal, eine Barriere um uns rum. Kannst du nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Dann lässt es halt bleiben. Ja. Okay. Okay, ein Magneton. Hätte ich gerne. Aber dafür muss ich meinen Magnetilo trainieren. Das hat nicht mal eine Donnerattacke, das ist das Problem. Die haben halt diese Aufladungsscheiße, wisst ihr? Kannst doch nichts mehr angreifen damit. Gut, wen haben wir vergiftet? Dann sind wir gleich beim Boss schon. Und wir sind ja schon sehr gut dabei. Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Töte es. Wenn sich das Ding explodiert, dann sind wir tot. Ich verstehe manchmal nicht, warum ich manche Attacken nicht einsetzen kann, obwohl sie definitiv aufblinken. Noch nicht weitergehen, noch nicht weitergehen. Jetzt könnt ihr weitergehen. Ja, jetzt dürft ihr ruhig. Was kommt da? Was ist da oben? Kikli, was sagst du da? Was siehst du? Was siehst du da, Kikli? Ach ja, hier war ja ein Gengar. Hier war ja ein Gengar. Moment, ich wollte die vergiften, die Gegner, ne? Aber dafür müssen wir erstmal die scheiß kleinen Viecher weg haben. Wenn wir dürfen. Ja. Okay, das war's. Hört ihr mal auf, immer irgendwelche Scheiße. Okay, gut. Ich hab's kapiert. Zieh sie weg, die Scheiße. Oh, du bist so ein dummes Vieh. Oh. Komm, die Scheiße nehmen wir jetzt mit. Wenigstens erreichst du ein Level. Wenigstens mal einen guten Kraftstein. Wenigstens mal einen guten Kraftstein. Über 500. Das ist auch schon sehr nice. Gut. Gut. Es läuft ja sehr gut. Gut, wir gucken jetzt mal nochmal nach dem Essen. Und dann beende ich den Part. Wir gucken mal, was wir für Pokémon anlocken. Ich meine, wir haben jetzt hier das schöne Surfer-Pikachu hier hingestellt. Vielleicht kriegen wir ja zwei Pokémon gleichzeitig. Wäre mal toll. Elektro-Pokémon, das ist kein Elektro-Pokémon, das ist ein beliebiges Super-Pikachu. Aber ich habe hier doch ein Set liegen. Was habe ich hier gemacht? Habe ich einfach komplett wirr reingelegt? Wahrscheinlich, ne? Das ist ein fucking Mauzi. Ja, toll. Super. Hallo Mauzi. Kannst du zufällig Donnerattacke Level 66? Was ist das? Verhöhner. Ja, den Anwender provozieren. Du provozierst mich auch gerade, Mauzi. Hat hier noch kein Spiel noch keiner gemacht. Aber gut. Das war's für diesen Part. Wir haben nichts geschafft, außer dass wir ein bisschen... Doch, wir haben es geschafft. Wir haben Surfer Pikachu gekauft hier. Ist auch was, oder? Das ist auch was. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Quest. Haut rein und tschüss!